Hallihallo, ich nehme dich heute mit, während mein Halloween-Goodie entsteht. Ich habe mir hier Cardstock und DSP geschnappt. Aus dem orangefarbenen Cardstock wird der Kürbis gefertigt. Der Cardstock hat 9,9x9,9 und wird rundherum bei 3 Inch gefalzt und gepanscht. Ein bisschen Goldglitter gibt es auch noch und aus diesen Stanzen habe ich mir jede Menge schöne Sachen rausgestanzt. Das Stempelset Wünsche hilft mir mit einem kleinen Spruch, da kommt für dich drauf auf das Blatt. Und dieses Blatt, das inke ich dann einfach noch in diesem wunderschönen Dunkelgrün. Damit bekommt es einfach ein bisschen mehr Ausdruck. Aus dem schokobraunen Cardstock habe ich mir hier so ganz dünne Streifen geschnitten und die wickel ich mir auf ein Schassschlickstäbchen und kann sie ein bisschen in Form ziehen. Der Kürbis ist mittlerweile getrocknet und die Ecken kann ich rausschneiden. Das habe ich jetzt hier zweimal gemacht. Und diese langen Teile bekommen jetzt noch ein kleines Loch. Damit der Kürbis noch ein bisschen mehr Tiefe erhält, wird auch dieser einfach ein bisschen geinkt. Das sieht einfach schick aus. Die Streifen ziehe ich über ein Falzbein und kann dann beide Elemente übereinander setzen und schon habe ich fast meinen Kürbis fertig. Jetzt kommt noch die Süßigkeit rein, die Kleinigkeit. Und dann kann ich ihn schon verschließen mit einer kleinen Musterklammer. Naja, so klein war die dann doch nicht. Deshalb musste ich die Enden einfach ein bisschen abkürzen. Naja, nicht schlimm. Jo, und jetzt habe ich alles beieinander und kann mich an die Vollendung machen. Alle Teilchen setze ich zusammen und das ergibt dann einen niedlichen kleinen Kürbis, den wir jetzt hier gleich sehen. Ist er nicht süß geworden? Richtig, richtig knuffig, oder? Ja, und auch das Glitzer kommt ganz gut raus, denke ich. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, Mittag, Abend, Nacht und Süßes oder Saures.